In diesem Video geht es um das Faradaysche Induktionsgesetz bei zeitlich endlicher Fläche A. Wir wiederholen ganz kurz, das Faradaysche Induktionsgesetz besagt, dass die induzierte Spannung in einer Spule sich mit minus n, wobei n für die Anzahl der Windungen in der Spule steht, multipliziert mit der Ableitung der, des magnetischen Flusses ist. Der magnetische Fluss zu Zeit t lässt sich berechnen, indem man jetzt die von dem B-Feld durchflossene Fläche zu Zeit t mit dem magnetischen Flussdichte multipliziert. Wir haben jetzt hier also eine Funktion, die sich als ein Produkt zweier Funktionen darstellen lässt. Wenn wir jetzt also die Ableitung haben wollen, müssen wir an dieser Stelle die Produktregel verwenden. Und dann leiten wir den ersten Faktor ab, multiplizieren mit der unveränderten Funktion und dann lassen wir diese Funktion stehen und multiplizieren mit der Ableitung von der magnetischen Flussdichte. Und wieder mal betrachten wir einen Spezialfall. Und zwar lassen wir diesmal das B-Feld zeitlich konstant. Und dadurch wird sich die Ableitung hier vereinfachen. Denn wenn wir eine Konstante ableiten, gibt es keine Änderung. Die Ableitung ist dann also 0. Und damit wird hier dieser Summand zu 0 und Phi Punkt vereinfacht sich zu die Ableitung der Fläche, also die Flächenänderung, multipliziert mit dieser konstanten magnetischen Flussdichte. Okay, soweit die Theorie. Jetzt muss man sich überlegen, wie kriegt man jetzt das hin, dass man jetzt eine Leiterschleife oder eine Spule, ich verwende hier an dieser Stelle beide Begriffe als Synonym, wie man jetzt diese Leiterschleife so baut, dass man die Fläche ändern kann. Und hier werden wir einen Trick verwenden, und zwar betrachten wir das folgende Experiment und es handelt sich dabei um eine drehbar gelagerte Spule in einem konstanten B-Feld. So, als Spule nehmen wir jetzt hier eine rechteckige Leiterschleife mit der Länge A und der Breite B. So, an dieser Spule wollen wir irgendwie diese induzierte Spannung messen. Das Ganze wollen wir dann aber drehbar lagern, bedeutet, diese Leiterstücke hier an diesen etwas dickeren Punkten können sich an diesen Punkten drehen, sodass sich die gesamte Leiterschleife um diese Achse hier drehen kann. Und das B-Feld ist momentan so ausgerichtet, dass es sozusagen hier von oben durch diese Schleife durchfließt. Und an dieser Stelle habe ich jetzt nur ein Pfeil von diesem B-Feld gezeichnet. Gemeint ist aber natürlich, dass wir jetzt hier ganz, ganz viele haben. Ich habe jetzt nur ein Pfeil gezeichnet, damit die Zeichnung halbwegs übersichtlich bleibt. So, nun schauen wir uns die Situation von der Seite an. Und zwar gucken wir jetzt hier sozusagen auf entlang dieser Achse auf das ganze Konstrukt. Also die Seitenansicht. So, das B-Feld und in dem B-Feld befindet sich die Leiterschleife und wenn wir jetzt von hier aus gucken, ist das hier dieser Drehpunkt und die Leiterschleife erscheint für uns wie ein Strich und dieser Strich hat momentan die Länge B. Und nun betrachten wir eine sogenannte effektive Fläche und stellen uns vor, was passiert, wenn wir jetzt die Leiterschleife ein Stück drehen. So, dann entstehen hier solche rechtwinklige Dreiecke und hier dieser Winkel hier hängt ja, wenn wir mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit drehen, natürlich von der Zeit t ab. Deshalb schreibe ich diesen Winkel hier zeitabhängig auf. Also dieser Winkel Alpha hängt ja von der Zeit t ab. Und jetzt haben wir eine Leiterschleifenfläche, die von diesem B-Feld durchflossen wird.
Die wird aber etwas kleiner. Man kann sich jetzt diese Fläche vorstellen, als ob wir hier kein B-Feld hätten, sondern irgendwelche Lichtstrahlen. Und die durchflossene Fläche ist die Fläche, die einen Schatten werfen würde. Und in der gedrehten Position wird diese Fläche kleiner. Der Schatten wäre kleiner gewesen sozusagen. Und man kann jetzt diese neue Länge berechnen, indem man jetzt die maximale Länge mit dem Kosinus des Winkels Alpha zu Zeit t multipliziert. So, für den einfachsten Fall gehen wir davon aus, dass sich dieser Winkel pro Sekunde um den gleichen Betrag ändert. Damit können wir jetzt den Winkel Alpha zum Zeitpunkt t mit der Winkelgeschwindigkeit Omega multipliziert mit der Zeit berechnen. Also Omega ist dann die Winkelgeschwindigkeit. Und jetzt die effektive Fläche zum Zeitpunkt t ist nichts anderes als diese Länge hier multipliziert mit der effektiven Breite. Das bedeutet, die effektive Fläche zum Zeitpunkt t ist a mal b multipliziert mit dem Kosinus von Omega mal t. Das ist im Prinzip hier dieser Ausdruck, wobei wir Alpha von t mit Omega mal t schon multipliziert haben. So, für die induzierte Spannung brauchen wir die Ableitung von dieser Fläche zum Zeitpunkt t. Also wir wollen jetzt die Flächenänderung haben, müssen also diese Funktion hier ableiten. Und dann ist a Punkt minus Sinus Omega mal t. Da wir jetzt hier eine innere Funktion haben, nach der Kettenregel, müssen wir diesen inneren Ausdruck auch noch ableiten. Omega mal t nach t abgeleitet ist Omega. Also die innere Ableitung Omega schaffen wir hierhin. Und a und b sind ja die Konstanten. Deshalb ist die Ableitung minus a mal b mal Omega mal Sinus Omega mal t. Und nach dem vereinfachten Induktionsgesetz für den Fall, dass das B-Feld konstant ist, bekommen wir die folgende induzierte Spannung. Das Minus und dieses Minus heben sich in diesem Fall auf, sodass wir jetzt hier kein Minuszeichen mehr haben. Anzahl der Windungen in dieser Leiterschleife in der Spule: a mal b mal Omega mal Sinus Omega mal t. Das ist also, das ist hier unser A-Punkt multipliziert mit dem konstanten B-Feld und nochmal die Anzahl der Windungen. Das bedeutet also grafisch für uns, dass die induzierte Spannung einen sinusförmigen Verlauf hat. Nun wollen wir die Theorie qualitativ überprüfen. Dazu habe ich folgenden Aufbau. Einmal hier zwei Elektromagnete, damit zwischen diesen zwei Eisenkernen überhaupt sich ein B-Feld bildet. Wenn ich jetzt da den Strom durchschicke, sehen wir hier, dass ich da einen Magnetpol habe und da den anderen. So, hier haben wir die Spule mit 10 Wicklungen und über diese sogenannte Schleifringe kann ich jetzt dann die Spannung abgreifen. Einmal an diesem Ring, die eine Ende der Schleife und an diesem Ring das andere Ende. So, das Ganze ist dann jetzt an einem Oszilloskop angeschlossen. Wir sehen jetzt hier schon, dass wir doch einige Störungen haben. Also es gibt gewisses Grundrauschen bei der Messung. So, und die Schleife drehe ich jetzt mit Hilfe von diesem Elektromotor. Schalte ich das Ganze jetzt an. Und wir sehen auf dem Schirm einen mehr oder weniger sinusförmigen Verlauf. Hier haben wir jetzt den gleichen Aufbau in etwas professionellerer Form. Einmal hier einen Elektromotor und da drinnen befindet sich eine drehbar gelagerte Leiterschleife in einem homogenen Magnetfeld und so ein Aufbau nennt sich dann auch Generator, also diese Leiterschleife in dem Magnetfeld.
So, die Spannung an dem Generator können wir wieder mit Hilfe des Oszilloskops messen. So, es gibt eine Verbindung zwischen dem Elektromotor und dem Generator hier. Also, wenn wir jetzt am Elektromotor drehen, dreht sich auch der Generator. Wenn ich jetzt die Spannung am Elektromotor einschalte, sehen wir, dass im Generator eine sinusförmige Spannung induziert wird.